Die Non-Dualitätslehre im indischen Advaita Vedanta bildet den Kern von Ein Kurs in Wundern. Zugleich ist die Non-Dualitätslehre der schwierigste Teil, den zu verstehen unser Vermögen weit übersteigt. Kann man Non-Dualität verstehen? Nein, man kann sie vielleicht erfahren. Es ist eine Meta-Erfahrung, eine Erfahrung auf einer höheren oder tieferen Ebene des Geistes, wie auch immer man es ausdrücken mag. Ein Kurs in Wundern vermittelt über die Texte, die uns hier geschenkt werden, die Aussagen, die Jesus trifft im Kurs, eine Ahnung sozusagen von dieser Ebene. Da sind manchmal Sätze drin, die sind gigantisch, die führen weit über unser normales Verständnis hinaus und irritieren auch ein wenig, ganz klar, weil sie über die Logik des normalen Bewusstseins weit hinausgehen. Das normale Bewusstsein ist ein träumendes Bewusstsein. Wir sind Gefangene dieses Traums, den wir gewählt haben. Mit der Entfernung von der Quelle, mit dem Verneinen des Lichts, sind wir in den Dualismus von Scheinlicht, und Dunkelheit gefallen und haben uns unsere eigene Welt gemacht. Und hier sind wir die Gefangenen unserer eigenen Wahnvorstellung, die auf einer einzigen Wahnvorstellung, nämlich der Idee der Trennung, basiert, die Abspaltung von der Quelle. Advaita Vedanta, die Non-Dualitätslehre, betont aber, dass wir jetzt zugleich im Geiste sind, im Geiste des Höchsten, Gott, wenn wir so wollen, im reinen Sein. Aber wir merken es nicht. Wir träumen. Wir sind anderweitig beschäftigt. Wie kann man nun in diese Ebene ein wenig hineinkommen? Wie kann sie zu uns sprechen? Nun, zum einen durch das Lesen der Kurstexte, gar keine Frage, einfach lesen und sich berühren lassen. Und als Alternative noch möchte ich erwähnen die Texte von Nisargadatta Maharaj, die 99 Gespräche mit Suchern. Das ist Advaita Vedanta, Non-Dualitätslehre, vom Feinsten. Und es berührt einen manchmal sehr seltsam und sehr tief, dass sogar eine gewisse innere Sprachlosigkeit, ein Staunen sich breit macht. Ich möchte auf den Gedanken der Reinkarnation hier noch einmal eingehen, und zwar in Bezug auf die Projektion einer Person und eines Körpers. Person und Körper, die Geschichte eines Menschen, all das ist Traumgeschehen. Das ist wichtig zu sehen. Und ich gehe hier auf eine Textstelle ein aus dem Buch Ich Bin, und zwar Band 1, das ist das violette Buch von Ich Bin, Kamphausen Verlag, sehr zu empfehlen, Band 1, Seite 180. Es ist eine Aufzeichnung der Gespräche, die Maharaj geführt hat mit Schülern, mit den Suchern, Wahrheitssuchern, die zu ihm kamen. Und diese Dialoge wurden auf Marathi aufgezeichnet und dann ins Englische übersetzt und vom Englischen später ins Deutsche und andere Sprachen. Die englische Originalversion lautet I am that, 99 Gespräche mit Suchern. In der deutschen Version 3 Bände Ich bin. Und hier auf Seite 180, da steige ich mal ein, der Frager elaboriert sozusagen mit Maharaj,
die Thematik von Traum und Wirklichkeit. Ich versuche dann mal die Begrifflichkeiten, wenn ich das lese, noch zu kommentieren, dass wir wissen, wovon wir reden. Ich finde es eine sehr spannende Stelle. Sie ist kurz und bündig. Und ja, Maharaj weist darauf hin, eben wer mit dem Geist in Kontakt kommt, ich sage das jetzt mal so in der Sprache auch des Kurses, wer mit dem Höchsten in Kontakt kommt und die Quelle als solche wieder ja, erlebt, ja, als eine universelle, tiefe innere Erfahrung, der ist überall zu Hause. Der kann auch ja, durch den Traum hindurchgehen, es spielt alles keine Rolle. Der Erwachte ist davon unberührt und muss nicht leiden. Das ist ja der Hauptpunkt in diesem Gespräch. Es geht um die Frage des Nichtleidens. Müssen wir leiden und ist es unvermeidlich und so weiter. Und der Frager fragt hier, wenn ich diese Quelle bin, also wenn ich Geist in Gottes Geist bin, könnten wir sagen, warum werde ich dann geboren? Ja, er fragt nach der Möglichkeit der Geburt, einer Inkarnation, warum das Ganze überhaupt? Und jetzt die Antwort von Maharaj ist wunderbar. Er sagt, die Erinnerung an vergangene, unerfüllte Wünsche sammelt Energie an, die sich als eine Person manifestiert. Ist die Lebenskraft dieser Person erschöpft? Stirbt sie. Das unerfüllte Verlangen wird in das nächste Leben mit hinübergetragen. Die Selbstidentifikation mit dem Körper erzeugt immer neue Wünsche, ohne Ende, bis der Mechanismus dieses Teufelskreises klar erkannt wird. Es ist die Klarheit, die befreit. Denn sie können ihr Verlangen nicht loslassen, bevor sie seine Ursachen und Wirkungen erkannt haben. Ich behaupte nicht, dass dieselbe Person wiedergeboren wird. Sie stirbt endgültig. Aber ihre Erinnerungen, Wünsche und Ängste leben fort. Sie liefern die Energie für eine neue Person. Die Realität ist daran nicht beteiligt. Doch sie ermöglicht sie durch ihr Licht. So, das ist der Text. Jetzt gehe ich noch mal in die einzelnen Sätze, ja, und wir schauen uns das etwas genauer an. Die Erinnerung an vergangene, unerfüllte Wünsche sammelt Energie an. Also, das ist ja der Hunger nach Erfahrungen, der Hunger nach Erfüllung. Dieses innere Leersein und dieser innere Schmerz, von der Quelle getrennt zu sein, führt zu diesen Wünschen, zu diesen Begehrlichkeiten, ja, dieser Hunger, der uns antreibt, zu Erfahrungen, Erfahrungen zu machen. Die Erinnerung an vergangene, unerfüllte Wünsche. Ja, das sind immer Wünsche, die bleiben auch unerfüllt. Und da ist eine Erinnerung, die uns da antreibt. Das sammelt Energie an, die sich als eine Person manifestiert. Ja, plötzlich haben wir eine Person, eine Geschichte, wir haben Umstände, wir haben Erfahrungsbereiche, ja, dass etwas erlebt wird, genossen wird, dass man leidet, wie auch immer. Nicht? Und das macht die Person aus. Die Person und Geschichte ist immer ein und dasselbe. Ja, die sich als eine Person manifestiert. Ist die Lebenskraft dieser Person erschöpft, stirbt sie. Ja, das unerfüllte Verlangen wird in das nächste Leben mit hinübergetragen. Also, wir sind eigentlich der Beobachter und Entscheider. Ja, der das Ganze wählt und diesen Impulsen sich hingibt und eine Person auf die Leinwand des träumenden Bewusstseins projiziert. Eine Person und in der Folge natürlich auch einen Körper. Nicht? Und dann sagt er hier, die Selbstidentifikation mit dem Körper erzeugt immer neue Wünsche, ohne Ende, bis der Mechanismus dieses Teufelskreises klar erkannt wird. Also wir sehen Bilder, die wir projizieren,
ja, als Beobachter und Entscheider sozusagen. Und wir sind mit diesen Bildern plötzlich identifiziert und halten uns dafür. Wir vergessen, dass wir eigentlich im Kinosessel sitzen und einen Film sehen. Wir sind nicht mehr im Sessel bewusst, dass wir da sitzen, sondern wir sind mit den Figuren auf der Leinwand, mit einer bestimmten Figur, vielleicht auch mit vielen im Wechsel und so weiter, identifiziert. Und leiden mit dieser Figur und erleben da etwas. Und das ist ein illusionäres, verrücktes Geschehen. Und wir wollen das, ja, und hoffen auf einen guten Ausgang und so weiter und so fort. Nicht wie in Indien, dass die Kinematografie, sprich die Kinokunst, die Filmkunst und das Kino aufkam und die ersten Filme, Stummfilme mit musikalischer Untermalung gezeigt wurden und die Bilder sprachen für sich, man sah die Handlung, rannten plötzlich Menschen zur Leinwand und fingen an, zum Beispiel den Bösewicht, ja, der da etwas Schlimmes getan hatte in diesen Bildern, zu schlagen. Sie vergaßen, dass es nur Bilder waren. Sie waren so identifiziert mit dem Geschehen, mit dem Opfer zum Beispiel, dass sie für das Opfer kämpfen wollten und den Bösewicht schlagen wollten. Und so machten sie die Leinwand kaputt. Das soll es wirklich gegeben haben. Also diese Selbstidentifikation mit dem Körper, mit den Bildern auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins, können wir sagen, ja, erzeugt immer neue Wünsche. Es ist nach dem Motto, habe ich einen Rosemunde-Pilcher-Film gesehen, will ich den nächsten sehen. Einen Tatort, dann den nächsten Tatort, den nächsten, den nächsten. Das heißt, eigentlich wird immer dasselbe gezeigt, aber es bleibt ein Hunger da. Es entsteht kein Frieden durch diese Bilder, durch diese Identifikation, durch diese Abenteuer, die da erlebt werden. Ein Abenteuer generiert das nächste und es bleibt ein hungriger Geist, Beobachter, Entscheider, der immer sagt, ja, aber jetzt brauche ich noch eins, jetzt brauche ich noch eins, nicht? Das ist wie beim Schnaps, nicht? Einer ist ganz nett, aber das reicht nicht, das muss man verstärken, braucht man den nächsten. Und dann noch ein, und dann noch ein, oder Schokolade, oder was auch immer. Also die Suchtdynamik spielt hier wieder eine große Rolle. Hier in Anspielung, nicht der Mechanismus dieses Teufelskreises. Es ist ein Teufelskreis. Ich brauche immer mehr vom selben, weil es eine Form von Selbstbetrug ist. Einen Kinofilm zu sehen und zu glauben, man hätte gelebt, oder man, ja, wäre dadurch erfüllter und glücklicher geworden, ist eigentlich eine Form von Selbstbetrug. Man macht sich selber etwas vor. Und deswegen muss man dann immer mehr Kinofilme sehen und immer mehr vom selben machen, nicht immer mehr Kuchen, Torte oder was auch immer essen, genießen und Häuser bauen und tausend Dinge tun. Es hört gar nicht mehr auf. Man kommt nicht zu einem friedvollen Punkt, zu einer inneren Befreiung. Denn das ist das Prinzip der künstlichen Welt. Sie nährt nicht. Sie täuscht nur Ernährung und Frieden oder etwas Schönes vor. Es ist Betrug. Wir betrügen uns selber im Bewusstsein, indem wir Bilder erzeugen, projizieren und in diesen Bildern künstlich sozusagen leben. Und wenn wir aus diesen Bildern heraustreten könnten, ja, würden wir aufwachen und in der Wirklichkeit des reinen Geistes ankommen und da wäre kein Hunger mehr. Da wäre alles sehr, sehr gut. Aber da sind wir offensichtlich noch nicht.